Ein schönes Footkick in die Runde und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen YouTube-Video. Und heute, meine Freunde, gibt es wieder mal ein Squad-Builder-Battle. Und zwar um eine Karte. Jungs, ihr kennt mich. Er ist zurück. Der gute Gareth Buck Bale ist zurück im Spiel. 91er Foot-Birthday-Karte ist jetzt hier 96 Tempo, 90 Dribbling, 92 Schuss, 5-Star-Weakfoot dieses Mal sogar. Und die Kopfball, Sprungkraft, Volley, Schusskraft, alles mögliche Werte gibt es dieses Jahr natürlich auch wieder. Ich habe richtig Bock auf die Karte. Und dazu brauche ich natürlich auch einen Aufnahmepartner mit dabei. Wieder mal ein E-Sportler, der gute Cody vom FC Basel. Moin. Moin, was geht ab? Freut mich auf jeden Fall hier wieder am Start zu sein. Und ich weiß ja, dass du in FIFA 19 ja das ein oder andere schöne Tor mit Bale gemacht hast. Dementsprechend muss ich auch sagen, dass ich heute auf jeden Fall Respekt habe vor diesem Bale. Aber ja, wir werden auf jeden Fall sehen, wie sich das dann verhält. Und ich habe Bock drauf. Jo Jungs, ich verspreche es euch, ein paar FIFA 19 Flashbacks sind heute auf jeden Fall garantiert. Deswegen, ja, würde ich sagen, wir starten auch direkt mal rein ins Team bauen. Cody, ich würde sagen, du hältst das erstes rein und ich starte mal mit dem Reinstellen. Ja. Wir sind heute in der 4-3-2-1 und Cody in der 4-2-3-1 der Breitenformation unterwegs. Deswegen kommen bei mir zuerst der Stürmer und der linke Stürmer. Und es wäre natürlich wichtig, wenn ich die schon mal behalten dürfte. Und wir bleiben natürlich in der La Liga, wir bleiben bei Real Madrid. Karim Benzema in Form ist bei unserem Sturm. Und auf dem linken Sturm Kylian Mbappé in Form. Darf ich die behalten? Ja, die darfst du behalten. Ich habe Rodrigo aufgeschrieben und Hazard. Let's go, Mann. So, im Sturm habe ich mich entschieden für Boyer. Den wirst du wahrscheinlich nicht haben. Und links habe ich auch eine Copa Libertadores-Karte, nämlich den guten Hines Trosa. Greenlink und dann habe ich noch auf der 10er Position den guten James, den 88er, gekauft für fast 200k. Ja, also ich bin ein bisschen taktisch vorgegangen. Ich habe ein paar Spieler aufgeschrieben, zwei Spieler von Real Madrid, und das sind so Spieler wie Griezmann, der hat zum Beispiel eine linke Flügelkarte, aber auch eine Stürmerkarte und eine Mittelstürmerkarte, die passen quasi auf allen drei Positionen. Deswegen habe ich aufgeschrieben Vinicius Junior, Antoine Griezmann und James Rodriguez. Deswegen musste er leider raus im zentralen ZOM. Ja, was will man mehr? Darf ein Bronzekeeper rein. Schau nicht. Alter, cool. Nicht auf der 10er Position, Bro. Let's go, man. So, auf der 10er Position habe ich mir jetzt Iñaki Peña geholt von Barcelona. Ja. Sieht auf jeden Fall nicht so gut aus, aber ich habe jetzt eigentlich ein relativ gutes Gefühl. Ich halte rein und du kannst deine Spieler einfügen. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Auf dem linken ZM bin ich mir nicht sicher, dass du den nicht hast. Habe ich Dimitri Payet, der ist eigentlich 10er, die Screenkarte. Weil ich brauche natürlich auch einen, der gut nach vorne arbeiten kann. Und zentrales ZM ist schon ein bisschen gefährlicher. Ich bin mit zwei Real Madrid-Spielern gegangen. Einmal Luka Modric, Totti-Nominee und Marcelo Shapeshifter. Hey, ich habe Makelele aufgeschrieben, Valverde und Mendy. Och, du heilige, das gibt es die nicht. Anderen zwei. Das gibt Hilfe. Es nicht, Bro, das gibt es nicht. Let's go, Mann, Junge, anders. Ja, Mann, volles Team bis jetzt, let's go. Cody, das auch gleich reinstellen? Junge, das kann ja was werden, ey. Ich sag dir ehrlich. Okay, ich habe RZDM, den guten Partey, wie auch immer. So ist der jetzt hier. So. Und links habe ich Rijkaard. Ach man. Ich wusste, entweder du bist auf der linken Seite mit einer Ikone, aber ich dachte mir so, ich kann jetzt keine Ikone aufschreiben, weil es gibt hunderte Ikonen, die du dann ins ZM hinpacken kannst. Ja. Deswegen habe ich zwei Kolumbianer aufgeschrieben. Nämlich einmal den Arias, der wäre auch nochmal aus der Copa Libertadores gewesen. Und Lerma, das wäre so ein Kolumbianer aus der Premier League. Da hättest du so cool in der Premier League winken können. Aber ja, schade, dass du beide behalten. Okay, immerhin die Doppel-6. Immerhin. Das stimmt, ja, das ist richtig. Dann kommen wir auch schon zur Verteidigung, Jungs. So, Jungs, dann kommen wir, wie gesagt, zur Verteidigung. Außenverteidiger wie immer zuerst. Linksverteidiger, Rechtsverteidiger. Auf der linken Seite ist bei mir ein Franzose. Ich hoffe mal, du hast den nicht. Könntest du aber haben. Den guten Lucas Digne in Form. Und auf der rechten Seite, ich hoffe, ich darf den spielen, weil ich anders Bock habe auf die Karte. Kieran Trippier Screen. Ich habe Emerson aufgeschrieben und auf links dachte ich, nimmst du Renato Sanchez. Let's go, Mann. Let's go, Jungs. Volles Team ist jetzt immer noch. Dann ist Cody jetzt an der Reihe. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. Ich will gar nicht. Okay, also links habe ich mich entschieden für
Patrick van Aanholt, die Inform-Karte. Und auf der rechten Seite haben wir dann, oh mein Gott, Digga, haben wir Semedo. Ich habe falsch gedacht, dass du beides behalten. Ich dachte mir, du machst den Move, dass du direkt alle auf Fullcam bringst. Verstehst, dass du IV machen kannst, was du willst. Ich habe auch nachgeguckt, Van Aanholt ist der einzige Niederländer. Special Card, den es auf dem Linksverteidiger gibt. Deswegen war eigentlich mega offensichtlich, aber dass du beide behalten. Ich habe aufgeschrieben Banguero aus der kolumbianischen Liga und Vrsaljko von Atletico Madrid. Stark, stark. Außenverteidiger auch wichtig, dass man die behält. Das stimmt, ja. So Jungs, drei Positionen fehlen noch in unserem Team. Und Cody, ich sag schon mal, ich habe versucht, dich so ein bisschen auf so eine falsche Fährte zu locken mit Dini und mit Trippier. Weil du denkst jetzt nicht, ich mache hier Franzose Premier League und vielleicht Kyle Walker, IV oder so. Aber ich bin links noch in der Ligue A geblieben. Und zwar mit einem Perfect Link zu Payet, den guten Kamara Future Star. Und auf der rechten Seite, hast du safe nicht, habe ich, wo ist er? Hier, Tarkowski 84er Inform und im Tor der neue Pope Food Birthday with 5-Star Skills. Ja, alles klar, Bene. Okay, okay, okay. Also Kamada hätte man, hatte ich überlegt, ihn zu nehmen, aber ich habe mich entschieden für Desai, dann für Militao und okay, dann für Areola. Okay, perfekt. Nice, man. Full Team, let's go. Okay, hältst du rein? Yes. Okay, also wenn du das jetzt hast, dann weiß ich auch nicht mehr, ehrlich. Nämlich habe ich auf der ersten Verteidigerposition De Ligt, die 88er Version. Dann habe ich Kondogbia und im Tor habe ich Cillessen. Darfst du alles behalten? Ich hatte aber echt ein gutes Gefühl. Ich dachte, du gehst mit den Argentiniern mit Otamendi Scream, Funes Mori, Team of the Week Moments und im Tor Armani, ja, zu einer 90er Karte aus der argentinischen Liga. Schade, wäre nice gewesen. Wichtig, aber wichtig, ja, wichtig. Ja, aber du die 10er Position. Spiel, oder? Ja, genau. Ja. Und ich habe Full Team, Jungs, das kann ein spannendes Spiel werden. Und ja, ich würde sagen, ich lade den Cody jetzt ein und dann sehen wir uns in-game. Let's go. So Jungs, und hier sehen wir auch das Team beim Cody. Wir sehen schon hier VfL Wolfsburg gegen den FC Basel. Der Bronze-Keeper auf dem 10er, der schmeckt auf jeden Fall. Ich weiß es selber noch, wo ich das letzte Mal hatte. Das ist schon richtig hart. Das zerstört ja immer den ganzen Spielaufbau. Aber ja, das Team sieht auf jeden Fall nice aus mit den Copa Libertadores-Karten. Die haben auch richtig kranke Werte. Der Linksmittelfeld hat 99 Pace. Ja. Und ja, dürfte wie gesagt ein spannendes Spiel werden. Cody, gut Kick. Gut Kick. Aber ich muss auch sagen, deine Offensive ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern. Mbappé, Bale, stimmt. Marcel auch noch vorne. Oh Benzema ist also die Schwachstelle. Ja, das stimmt. Hat zwar ein 80er Rating, aber ja, wir wissen alle, wie Benzema in FIFA so drauf ist. Hilfe. Hilfe. Was mache ich? Och nee. Ja. Nein. Ey, das ist der Keeper. Unglaublich. Das ist der unglaublich. Ja, ey, den hat er aber noch gut aufs Tor gebracht. Der wäre im Winkel. Der wäre im Winkel rein. Hey. Oha! Der kommt ganz gut. Gareth Bale. Oh mein Gott. Den muss er machen. Schade. Ey. Jungs, die FIFA 19 Flashbacks sind da. Junge, was ein kranker Ball gerade. Deswegen meinte ich auch, dass meine Außenverteidiger, dass ich die unbedingt behalten will. Ja. Ich die brauche für die Bälle. Wieder schon nach hinten. Ich kenn dich. Was für faul, hä? Das war kein Faul. Das ist Tackling aller Zeiten. Ja, eigentlich schon. Oh mein Gott. Hope. Junge, ey, er ist 2 Meter groß. Ey. Karim, setz dich doch durch. Schade. Boah, knappes Game. Schwitzer-Game. Jungs, erste Halbzeit vorbei. Ihr seht hier ganz eng. Cody 52% Ballbesitz. Chancen auf beiden Seiten. Ja, war eine nette Halbzeit, aber jetzt muss man das erste Tor fallen. Ja. Ach, schade. Man merkt halt die Schusskraft so krass dabei. Oh ja. Oh ja, oh mein Gott. Geh doch hin, Tarkowski. Junge! Nein! Oh, Pope-Maschine. Hey. So ein Schwitzer-Game. Ich schwör's dir. Hilfe. Das gibt's nicht. Mein Herz ist so stehen geblieben. Was ein Ball, Marcelo. Zweiter Pfosten MVP. Oh, let's go, Mann, was ein Konter, Jungs. Ey, was war das für ein Pass, Mann? Junge! FIFA 19 oder was? Ja, FIFA 19, Bro.
Komm, 1-0, let's go. Ja, Marcelo ist immer am Start, Mann. Aber auch immer der Zehner. Es ist unfassbar. Ich kann nichts machen. Pena. Wie der immer wieder den Ball direkt weg haben will. Ja, das ist so nice. Och, ganz schlecht gemacht. Wie kann ich den letzten Angriff so herschenken? Muss ich haben. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn. Ey. Es ist wieder Pena. Och! Ja. Ey, das ist so krass. Was ist das? Ey, Pena! Let's go, Mann. Es ist immer der Pena. Ey, ich hatte so zum Teil so viele Möglichkeiten, aber es ist immer der Pena im Weg, Mann. Der kann nicht passen, der kann nicht schießen, der kann gar nichts. GG, Kavali. GG. Hat aber anders Bock gemacht, das Game. Es geht 1-0 aus, aber es waren so viele Großchancen. Ich schwör's dir, es war echt unterhaltsam. Hier, die Chance. Junge, der Pass von Trippier. Er hat Bailey gemacht. Weißt du, bei dem Flickpass in der ersten Halbzeit, so nice. Ja, Jungs, wie gesagt, war ein umkämpftes Game, hat mega Spaß gemacht. Wir sehen uns beim Discard. So, Jungs, Cody hat umgestellt. 4-2-3-1 die Breite. Wir haben einen Pick. Und Cody, du weißt, was letztes Mal passiert ist, weil ich gegen dich mit einem Tor gewonnen habe. Ja. Da wurde der gute Putragueño Optimus Prime abgestoßen. Deswegen, Jungs, hoffentlich treffen wir heute was ähnlich Gutes. Ich nehme heute den rechten Innenverteidiger. Den rechten Innenverteidiger? Mhm. Das ist der gute De Ligt. Okay. 70.000. Ja, ist in Ordnung. Ist ehrlich. Ja, für einen Pick. Ich meine. 70.000 ist in Ordnung, ja. Also, was wäre das Beste gewesen? Bale wäre natürlich das Beste gewesen, das Zweitbeste. Dann das Zweitbeste wäre wahrscheinlich Kondogbia gewesen. Ja. Oder beziehungsweise Rijkaard auch noch dabei. Stimmt, ja. Ikone wäre noch dabei gewesen. Ja. Ja, aber geht unterm Strich klar. So, Jungs, bis Cody die Spieler mal in die SBC ranhaut, dann mache ich wie immer noch am Ende das Feedback zum Starspieler und heute ja, wie gesagt, zum Bug Bale, Footbreather Gareth Bale. Und was mir gerade noch aufgefallen ist, ich habe dem natürlich wieder wie letztes Jahr meinen Hawk Chemist gegeben und mit einem Hawk hat er einfach 99 Antritt, 99 Springgeschwindigkeit, 99 Stellungsspiel, 93 Abschluss, 97 Schusskraft, 99 Volleys, 99 Sprungkraft. Also wirklich. Der FIFA 19 Spieler in FIFA 20 ist auf jeden Fall am Start. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich habe auch die letzte Weekend League schon und schon ein, zwei Pro-Turniere mit dem gespielt. Und der ist da auf jeden Fall auch richtig nice. Und was eben auch mega geil ist, sind die 5-Star Weakfoot, weil keiner predicted bei Bale so eine Drehung auf den rechten Fuß, weil man eigentlich gewöhnt ist, dass der nur 3 Sterne Weakfoot hat und ja, einen toten rechten Fuß. Deswegen, ja, eine mega geile Karte, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Hat mega Spaß gemacht, mit dem zu zocken. Ich meine, ihr habt selber gesehen beim Gameplay, der kann die Volleys immer noch und wie der die Schüsse mit welcher Schusskraft, der die raufpelzt, ist einfach nur krass. Wie hat er dir gefallen, Cody? Ja, auch ganz gut eigentlich. Ich hätte mir ein bisschen mehr von ihm erwartet, um ehrlich zu sein, aber das Problem war halt eher nicht Bale bei mir, sondern dass ich halt nicht gut kombinieren konnte aufgrund meiner überragenden Zehner-Position dementsprechend. Aber an sich auf jeden Fall, was Bene gerade gesagt hat, kann ich nicht so viel hinzufügen. Eben ist immer schwierig nach einem Spiel und du hast ihn ja auch noch auf dem rechts Mittelfeld oder gespielt. Ich habe ihn ja auch im rechten Stürmer gespielt, da fällt dann natürlich noch ein bisschen mehr auf. Aber ja. So, wir sind hier in der SBC, in der Gold Upgrade SBC. De Ligt ist hier vorne. Team absenden, Teams werden geprüft und er ist weg. Okay, dann sage ich schon mal danke, dass du dabei warst, Cody. Hat mega Spaß gemacht, die Aufnahme gerne wieder. Und ja, Jungs, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bei Cody haben wir natürlich auch ein Video aufgenommen, und zwar ein SBB um den guten Son Team of the Week Moments. Ist auch richtig nice geworden, kann ich schon mal vorweg sagen. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Ja, und Cody, du hast gerne das Schlusswort. Ja, war auf jeden Fall nice. Das Game war echt unterhaltsam, muss ich sagen. Also mir hat das extrem viel Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt verloren habe in dem Fall und 70.000 weg sind, war das irgendwie voll geil. Ich weiß nicht, so auch mit FIFA 19 ein bisschen dein Tor vor allem. Das war so ein richtiges FIFA 19, Tor. Man hatte richtig, ja, richtig Flashbacks. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Lasst auf jeden Fall hier ein Like da. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin raus. Ciao, ciao.